Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zu Utopia. Ja, wir sind nach wie vor im Alpha-Test vom Spaced Out DLC und hatten beim letzten Mal hier Probleme mit dem Förderschienenbelader und ihr habt mir einen Vorschlag gemacht und den fand ich auch sehr gut. Erforschen wir doch mal die die Transportschienengeschichten, damit wir und das Ganze mal ein bisschen genauer anschauen können, wenn ich sie dann jetzt nur finden könnte. Das sieht mir stark danach aus, ne? So, erforschen wir das Ganze hier mal. Das dürfte eigentlich zumindest die ersten Sachen recht schnell gehen, dass wir hier das Overlay bekommen. Und dann schauen wir uns das Ganze unten nochmal ein bisschen genauer an. Wo wir gerade über das Forschungsoverlay gesprochen haben. Das war der andere Asteroid, ist mir etwas, ja, das hat da eigentlich nur indirekt mit zu tun, aber ist mir was aufgefallen, nämlich am Teleskop. Wir haben das Ganze zwar schon erforscht, aber wir brauchen dafür jetzt die Astronomie-Fertigkeit. Da war mein erster Gedanke gerade, vielleicht bedeutet das ja, dass wir jetzt mit dem Teleskop mehr erforschen können, wenn wir mehr einen höheren Skill haben quasi bei unserem Duplikanten. Und daraufhin habe ich mir das Ganze mal angeschaut und mir ist aufgefallen, da hat sich so ein bisschen was geändert. Also wir können das mal in der Reihe nach vielleicht durchgehen. Und zwar haben wir hier jetzt das Rocket Piloting. Rocket Control Station müssen die benutzen, okay. Und Camille kann das nicht, also die hat nicht genug Fertigkeitspunkte. Also wenn wir das jetzt uns beispielsweise bei Shinra anschauen, würde das gehen. Also da kann man diesen Skill jetzt lernen. Ich vermute, dass das eine Voraussetzung ist in Zukunft, um überhaupt die Rakete zu benutzen. Dann ist die Astronomie nicht mehr nach den Feldstudien, sondern ist quasi ein Nebenpunkt für die Raketenforschung. Das ja, okay. Und ist dann eine Voraussetzung für Rocket Piloting 2. Plus 200% Effizienz der Raketennavigation. Da ist natürlich noch die Frage, das müssen wir dann auch herausfinden, was bedeutet das? Mehr Reichweite oder schneller oder ja, keine Ahnung. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Und hier haben wir noch einen VIP-Skill. Das steht sicherlich für Work in Progress. Das heißt, irgendwas, das noch nicht implementiert ist. Ich würde tippen, dass das mit der Nuklearforschung dann zu tun hat. Weiß ich aber nicht. Ja, dann haben wir hier noch einmal die Tragfähigkeit, verbesserte Tragfähigkeit 2. Dann haben wir hier noch was für die Schutzanzugbenutzung, was auch Work in Progress ist. Auch da, keine Ahnung, es hat mit Schutzanzugbenutzung zu tun, weil hier kommt ja dann das Schutzanzugtraining. Keine Ahnung, vielleicht wird da noch was vertauscht, dass das normale Schutzanzugtraining hierhin rutscht und dann hier ist vielleicht noch ein Strahlenschutzanzug gibt oder sowas in der Richtung. Würde ich fast vermuten, aber ich weiß es nicht. Ja, ansonsten sind mir weitere Sachen hier nicht aufgefallen, die sich geändert haben. Aber ja, das wollte ich euch auf jeden Fall erstmal zeigen. Habe auch extra ein bisschen länger das Ganze jetzt auch erklärt und was dazu erzählt, damit das alle sehen können. Eigentlich wollte ich im heutigen Video noch was ausprobieren. Jetzt weiß ich nicht, ob wir das schaffen. Zeitlich, aber ich mache jetzt mal ein bisschen mehr Tempo, damit wir hier schnell die super obwohl das ist gerade Feierabend, deswegen wird nicht geforscht, ja. Die Forschung schnell durchkriegen, damit wir das hier anschauen und dann weitermachen können. Wobei wir vielleicht sinnvollerweise, fällt mir gerade so ein, das Ganze besser hier forcieren. Dafür müssten wir einmal das zu Ende bringen. Und dann würden wir hier, ach, hier haben wir auch kein veredeltes Metall genug. Ah, wahrscheinlich, weil das alles. Ne, da hängt nur 980, was heißt nur, aber 980 Kilo drin. Nehmen wir das. Ne, Quatsch, essbar. Ah, was hatte ich da immer drin? Das glaube ich, ne? Ne. Das. Das Swampy, die Lights, das hatten wir da drin, genau. So, das hier nehmen wir mal raus. Dann müssten wir hier wieder genug Eisen eigentlich haben. Genau, dann bauen wir hier erstmal eine Plattform. Und dann müssen wir hier auch unsere CO2-Geschichten umbauen. Oh, müssen wir gerade
keine Ahnung, warum jetzt Meldungen da durchgehen. Hier noch was verändern, nämlich. Ich wollte eigentlich was anderes machen aus Zeitgründen. Machen wir das dann jetzt doch so. Stopp. Ja. Also das daran, aber natürlich von dem Ausgang. So, und alles andere wird wahrscheinlich verschmutzter Sauerstoff sein. Dann lassen wir mal hier raus. So, noch ein bisschen mehr Strom. Hier stellen wir ein CO2, Kohlendioxid. Dann kann das gleich hierher gebracht werden. Das können wir ja auch machen. So, ja, ich überlege gerade schon, was noch in den Patch Notes drin stand, aber ich glaube, das war ja gar nicht so ganz viele Sachen, aber so ein paar Sachen dann halt doch schon. Hier wird hier jetzt natürlich auch viel Sauerstoff rauspumpen. Da macht vielleicht noch eine Automation Sinn mit einem Gaselementsensor. Ach, wir haben noch gar nicht die weiteren Sensoren. Ist egal, dann verbinden wir es erstmal so. Können wir später noch trennen. So, ich glaube, wir haben das Overlay, genau, und jetzt sehe ich genauso viel wie vorher. Also da ist eine Förderschiene, da ist eine Förderschiene und da ist auch eine Förderschiene. Also das sieht auf den ersten Blick erstmal verbunden aus und hier ist das Problem. Okay. Wahrscheinlich hat sich das Gerät hier durch einen Patch oder so verändert. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich ja auch versehentlich was zerlegt, was ich eher nicht glaube. Aber ja, das wird das Problem sein. Danke für die Idee. Werden wir dann jetzt lösen. So, ach so, genau. Ich wollte ja hier, ne Quatsch, hier war es schon richtig. Bei den Fertigkeiten. Also Shinra wird dann auf jeden Fall hier das lernen. Da kriegen wir auch bald noch den dritten Punkt, um hier noch ein bisschen mehr zu machen. Hier müssten wir dann jetzt mal die Punkte verteilen. Tauschen natürlich auch die Helme direkt aus. Postino Mario hat die Pflanzenpflege und verbesserte Landwirtschaft macht. Ne, machen wir nicht. Aber der kriegt ein bisschen Tragfähigkeit dazu, damit er mehr Material gleichzeitig tragen kann. Das gleiche bei Kniffel. Shinra macht Rakete und Tommy Tom könnten wir hier noch +2 Stärke oder wir verbessern sein Graben, was ja auch wohl mal vorkommt, wenn jemand, der baut, vorher selbst was freigräbt. Ja. So, hierfür haben wir nach wie vor. Ah, doch, wir haben doch jemanden. Okay. Hier würde ich ganz gerne an Stellen, wo wir zumindest recht einfach rankommen. Das Eisen freigraben. Ich hoffe, das funktioniert so. So, ja, die Forschung für die nächsten Sachen läuft, so dass wir dann auch die Transportschienen verlängern könnten.
Weil noch haben wir da ja nur den automatischen Räumer. So, die Plattform ist da. Wir können jetzt mit unserer Rakete beginnen. Und zwar bauen wir einen CO2-Antrieb. Tanks füllen sich hier schon, das ist sehr gut. Ah. Ja, solange da CO2 ist, soll das laufen, aber es ist jetzt schon nicht mehr viel. Ja, hier ist schon noch was, aber. Nicht so in den riesigen Mengen. Was wir hier vielleicht. Mal jetzt auch. Bauen können. Ich lege hier nicht den riesengroßen Wert auf Ästhetik und so, ne? Das ist, glaube ich, schon. Ich lese schon die Kommentare. Ach nee, echt nicht? Ist uns noch gar nicht aufgefallen. Ja, ich weiß. So. Das hilft dann schon mal ein bisschen für Gasaustausch, also CO2 nach unten sacken lassen, Sauerstoff nach oben, Wasserstoff nach oben und diese Geschichten. Und wir haben ja hier jetzt, wie viel ist da schon drin? 131 Kilogramm, okay, ich glaube, hier passen auch jetzt nur noch 100 Kilogramm rein, wenn ich das, ja genau, dementsprechend ist das hier schon mal ganz gut. Und für das, was ich ausprobieren möchte, reicht am Stopp. Wir müssen hier. Ach, wir haben noch gar nicht die isolierte Gasleitung. Wie kalt ist es hier? Sehr kalt. Naja, okay, da kommen wir nicht drum herum. Was macht denn die Forschung? So, okay, wir haben gleich das, was wir brauchen. Das hier ist nur Zusatz. Dann können wir das erstmal so laufen lassen und danach machen wir dann erst die isolierten Gasleitungen. So, das nächste, was ich dann hier bauen möchte. Ich hoffe, wir haben das überhaupt schon erforscht. Nein, haben wir natürlich noch nicht. Okay, da ist das Ding umbenannt worden. Ist das Ding jetzt nur noch, genau, Rover-Modul, so war es auch. Okay, das brauchen wir das erst oder brauchen wir erst die isolierten Gasleitungen? Ich glaube, wir machen das hier dann erst, weil das vermutlich auch schneller gehen wird. Was ist denn hier unser Forscher? Shinra, was machst du? Achso, ich bin einfach nur blind, ich habe dich nicht gesehen. Ja, wahrscheinlich, weil du dich gerade nicht bewegst. Geht das denn weiter? Vielleicht habe ich das gerade verbuggt, indem ich das die Forschung rausgenommen hatte, als ich im Menü war und dann es direkt wieder eingeschaltet habe. Könnte sein. Würde ich eigentlich gleich mal ganz gerne schnell testen, ob das ein reproduzierbarer Fehler ist, weil da würde ich da auf jeden Fall einen Bug-Report für machen. Testen wir gleich gemeinsam. So, und die beiden hier haben, glaube ich, nicht so viel Stress im Moment. Was könntet ihr da noch machen? Ihr könnt hier unten noch einen zweiten Sauerstoffdiffusor hinbringen. Das hilft bestimmt. Oh ja. Im Moment, uns fehlen hier die Algen. Au, oh, das ist das Problem. Okay, so, dann müssen wir nochmal hier schauen. Können wir die Algen wegnehmen.
ich glaube. Wir nehmen auch hier alles weg. Bauen dann stattdessen hier so Ziegel, sodass wir hier nach wie vor dann. Obwohl, diesen Raum können wir uns dann eigentlich schenken, weil das kann so oder so kein Naturreservat mehr werden, weil hier kaum noch Pflanzen sind. Aber wir haben auf jeden Fall erstmal wieder einen Schwung Alge. So, wir wollten die Forschung nochmal versuchen zu buggen bei Kinra. So, wir sind hier drin, nehmen die Forschung, die gerade läuft, raus, machen sie wieder rein und hier raus. Er ist tatsächlich reproduzierbar, okay. Ja, dann machen wir doch mal einen Bug-Report. So, Achso, ja, aber ich sollte nee, stopp, das war nicht das Rätselslösung. Das Rätselslösung war, ich bin einmal kurz woanders hinschicken, dann klappt es wieder. Wobei ich vielleicht noch ausprobieren müsste, ob nur die Animation nicht mehr funktioniert oder aber wirklich die Forschung nicht mehr weitergeht. So, Forschung. Das Rover-Modul. Da. Okay. Kannst direkt weitermachen, Shinra, sehr gut. Das wird natürlich gleich blöd, wenn ich dich in die Rakete schicke. Dass du dann, aber naja. Dann kannst du halt mal kurz nicht forschen. Weil mein Versuch wird auch nicht wahnsinnig lange dauern. Wollte euch nur eine Idee zeigen, die ich hatte. Wobei natürlich, ich keine Ahnung, ob schon mal irgendwo anders jemand die gleiche Idee hatte bei den vielen Leuten und auch viel schlaueren Leuten als ich, die Alpha spielen, ist das natürlich durchaus möglich, aber ja. Ich wollte es trotzdem selbst auch ausprobieren. Ja, wir brauchen hier noch die isolierte, brauchen wir hier oben Strom, ja, wir werden hier oben auch noch Strom brauchen für das Teleskop. Können wir streng genommen auch schon mal bauen. So. Ich muss mich jetzt direkt entschuldigen, mir fällt gerade was ein. Ich habe heute gar keinen Namen ausgelost. Müssen wir morgen nachholen. Machen wir morgen wieder zwei. Sorry dafür. So, hier würde ich gerne noch ein paar Lufterfrischer platzieren. Aber hier ist noch recht viel verschmutzter Sauerstoff. So. Wir warten auf Erde. Wir haben 6 Tonnen. Okay, also ist nicht so, dass wir nichts haben. Es muss nur gebracht werden. Ach, wir könnten doch jetzt hier. So. Die Förderschiene endlich fertig bauen. Ach, jetzt haben wir hier niemanden mit der Mechatronik-Fertigkeit. Oh, glaubst du das? Okay, wo haben wir? Da, wer ist das bei uns hier? Chris Will. Was wir natürlich machen könnten, wir schicken dich gleich einmal auf den Asteroiden und sofort danach wieder zurück, nachdem du das gebaut hast. Aber vielleicht schauen wir dann, ob wir nicht hier einen, ja. Da haben wir das gleiche Problem, dann können wir das. Da ist alles, da ist nur das Segment, dann machen wir, dass wir die beiden gleich hier machen. So, und
oben war das, glaube ich, ne? Genau, dann schicken wir hier jetzt einmal Chris Will rein. Okay, schönerer Vorspieler. Ich dachte schon, da ist schon wieder irgendwas los. So. Teleport. Dann kannst du da jetzt deine Aufträge. Achso, okay. Deine Aufträge erfüllen. Wir bauen hier mal eben ein paar. Stopp, am besten. So, dann kommen wir nämlich hier unten rein, aber brauchen nicht immer mehr durchs Wasser laufen und wischen. Hier mal eben alles auf. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Wir haben noch jetzt hier... Nie benötigt Mechatronik-Fertigkeit. Ach, das ist hier noch gar nicht aktualisiert. Okay. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Warum er das nicht macht, wir schicken die erstmal dahin. Ich denke, das könnte mit der Annäherung zu tun haben. Kann ich die Sachen hier? Ne, kann ich nicht. Macht es tatsächlich nicht. Ach so, jetzt verstehe ich. Das Problem ist, wie immer vor dem Bildschirm, das Bauen ist nämlich nicht höher gesetzt, genauso wie Bedienung, was natürlich nicht viel Sinn macht. Ja, ja, jetzt... Es wird ja da auch deswegen so angezeigt, dass das ein... auch das ganze Essen, das ist hier nie angekommen. Das lag da alles drin. Wo ich mich irgendwann mal gewundert hatte, hä, wieso sind die Kalorien schon wieder weg? Naja, gut. So, Chris Will, dann kannst du gleich wieder... Die Destination. Ja. Das ist jetzt nicht so überraschend. Dann schicken wir Chris Will gleich wieder zurück. Teleport. Okay. So, das ist schon mal erledigt. Jetzt gibt es hier auch keine nassen Füße mehr. Sehr schön. Die Forschung ist durch. Dann können wir jetzt die isolierten Gasleitungen machen. Da. Okay. So, wir bauen jetzt hier einmal einen Rover. Beziehungsweise einen Rover-Modul. Ja. Da würde ich mir vielleicht auch noch eine bessere Lösung wünschen, dass wenn wir eine Raketenplattform machen, dass das schon sowas wie eine integrierte Möglichkeit ist, da hinzukommen. Weil eigentlich gibt es ja, ich weiß nicht, warum es das jetzt hier nicht gibt, dieses Gitter dahinter. Was auch in der Alpha, vielleicht ist es rausgenommen worden, das weiß ich nicht, aber es gab das Ganze ja auf jeden Fall. Hier niemand mit Astronomiefähigkeit. Was war hier jetzt? Oh, wir haben hier gar keinen Sauerstoff. Das bringt mich aber auf eine Idee. Wir könnten hier nämlich was umbauen. Wir packen einfach den Filter nicht da unten hin, sondern wir bauen hier den Filter hin. Dann bauen wir hier noch mal ein bisschen was um, nämlich das geht dahin. Das CO2 filtern wir hier raus. Und dann können wir nämlich hier den Sauerstoff rauslassen, wo noch eine Oxygen Mask Station hin soll.
Idee finde ich total super. Was jetzt bedeutet, die hier kommt weg. Da hätte ich mir auch vorher mal Gedanken drüber machen können, aber naja. Ich vermute, dass mir diese Leitung hier irgendwann mal um die Ohren fliegen wird. Obwohl, ne? Ach, das ist ja noch total harmlos. Okay. Übrigens sind die Station müssen wir hier jetzt mal eben noch deaktivieren. Die sind übrigens verändert worden. Nämlich, die geben jetzt pro Maske, ich glaube, nur noch 20 Kilogramm Sauerstoff und nicht mehr 75. So, Kohlendioxid. Ist alles fertig. Okay, so. Ich wollte hier ja auch noch mal eben schauen. Also das passt nach wie vor. Und hier unten rechts, oder wo war die? Ne, hier oben war die Empfangsstation. Das sieht auch so aus, als ob es passt, ja. Und ach, ne, das ist natürlich auch wieder super schlau hier gewesen von mir. So, und dann würde ich diesen Sensor hier nämlich zerlegen. Und falls wir ihn schon haben, mit einem Atmosensor ersetzen, genau. Weil wir wollen dann ja durchaus auch Sauerstoff da oben haben. Dass das jetzt nicht so schön ist, verschmutzten Sauerstoff da hoch zu pumpen. Ja, ich weiß. So, über 1000 Gramm und go. So, was fehlt uns noch? Das hier wird jetzt gebaut. Perfekt. Okay, das ist jetzt schon eingestellt, dass es automatisch beliefert wird. Wir könnten jetzt noch ein zweites sogar einbauen, glaube ich. Probieren wir das mal. Jetzt ist auch das dahinter gebaut worden, warum auch immer das vorher nicht ging. Und das könnte ich mir halt vorstellen, dass da automatisch so eine Plattform integriert wäre, dass die da hochklettern. Aber naja, Wunschdenken. Okay, hier wird auch einiges Chlor hochtransportiert. Hätte ich jetzt hier gar nicht vermutet, aber da kann sich auch nur um kleine Mengen handeln. Ja, jetzt geht davon natürlich auch immer was verloren, wenn das Gerät noch nicht eingeschaltet ist. Vielleicht zerlegen wir den Gasabzug gerade noch mal eben. Und dann gleich erst, wenn wir das Gerät einschalten, dann nutzen wir das. So, okay, das ist fertig. Dann kommt hier oben jetzt. Warum können wir das nicht bauen? Ach so, oh. Das ist schon die maximale
Okay, gut, dann zerlegen wir das wieder. Habe ich nicht gewusst. Aber auch das ist, glaube ich, eine der Sachen, die geändert worden sind. Vielleicht stand hier auch irgendwo dabei. Ich habe ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. So, jetzt aber. Okay, ich bin mir relativ sicher. Genau, wir haben jetzt auch die isolierte Gasleitung fertig. Dann können wir die hier auch bauen. So, was macht Shinra im Moment? Nichts. Dann würde ich doch mal sagen, da. Ah, das, mittlerweile hat sie sogar 3 Punkte. Na perfekt, dann können wir einmal hier die Astronomieforschung machen. Das Rocket Piloting. Wenn wir den Unterschied herausfinden wollen, vergebe ich vielleicht erstmal nur diesen einen Punkt, um dann zu gucken, ob es dann beim nächsten Mal besser wird. Noch was. Wo haben wir denn ziemlich sicher sauberen Sauerstoff? Am ehesten eigentlich hier, ne? Dann bauen wir hier auch noch mal schnell was. Und zwar auch hier eine Gaspumpe mit einem Kanisterabfüller. So. Important, also bitte schnell. Das gleiche gilt natürlich dafür. So. Okay, Shinra ist hier oben auch jetzt schon angefangen. Das geht jetzt nicht schnell, ich weiß, wegen der Oxygen Mask, aber solange wir hier gerade noch viel bauen, möchte ich das auch so lassen, wie es ist, dass wir da ohne Maske forschen, auch wenn das nicht effizient ist. Hier können wir eigentlich auch schon mal freibuddeln. So. Ja, jetzt schon. Wir haben jetzt schon 32 Minuten. Und ein paar Sachen müssen wir noch eben warten. Okay, sie ist fertig. Dann können wir jetzt innen drin bauen. Ich will hier gar nicht so viel bauen für diesen, für meinen kurzen ersten Test. Aber was wir hier brauchen, Rocket Gas Point. Ach so, das ist ja alles klar. Okay. So. Hier muss ich jetzt vielleicht mal... Doch, da dürfen alle rein, okay. Ist schon eine 8, okay. Gut. Ich wollte nur mal eben schauen... Wie schnell, okay, ja, das, man schafft so halt wirklich nicht viel, ne? So, so, und hier dürfte jetzt hoffentlich, genau, nur Sauerstoff ankommen, sehr gut. Vielleicht mal ein bisschen verschmutzter Sauerstoff, aber... Minimal Kohlendioxid, aber das ist alles gut. Wie viel passt denn da rein? 25 Kilogramm, okay. So, und das würde ich dann nämlich jetzt hier einstellen, dass wir hier Sauerstoff rauslassen. Mit einer hohen Priorität.
Jetzt könnten wir hier noch ein Algenterrarium reinbauen. Aber wir haben A nur 500 Kilogramm Algen und für das, was wir jetzt, wie gesagt, gleich testen wollen, werden wir es nicht brauchen. Also hier bitte die letzten Sachen. Ja, jetzt wird hier auch schon der erste Sauerstoff gebracht. Perfekt. Dass die jetzt alle hier reingehen, das ist auch nur jetzt vorübergehend, weil wenn das gleich gebaut ist, treibt sich hier oben ja keiner mehr rum. Das ist dann. Zwei Segmente fehlen, glaube ich, noch. Dann wird schnell betankt und dann können wir eigentlich auch den Versuch starten. Was wir jetzt machen, ist hier den Gasabzug bauen. Und dann können wir gleich auch die Maschine hier einschalten. Perfekt. So, jetzt läuft unser CO2 sehr schön. Die ist auch gebaut, noch besser. So, die noch einschalten. Ach, Tommy war gerade noch unterwegs, aber hat dann Feierabend gemacht. Alles gut. So, da kommt aber jetzt jemand. Sehr schön. So, jetzt kann sich hier gleich jemand eine Masse. Ich stelle das vielleicht mal vorübergehend eben hier aus. Wie viel Sauerstoff ist hier drin? Ach, nicht viel, aber ja, wir lassen das ruhig gerade noch eben weitermachen, dass da ein bisschen mehr Sauerstoff reinkommt. Da können wir danach immer noch kurz warten, bis sich hier die Masken aufgeladen haben. Der Sauerstoff verteilt sich nicht gut genug nach hier oben. Das erkennt man an den Sachen hier schon. Aber ja, dafür hatte ich auch eine Idee. Machen wir morgen, machen wir morgen. Also so ganz grundsätzlich nochmal, ne, ich habe es glaube ich auch schon in den vorangegangenen Videos gemacht. Es spricht natürlich auch nichts dagegen, hier wieder weiterhin mit Electrolyzer zu arbeiten. Das hier ist glaube ich nur für sehr Early Game. Was man nutzen kann, aber so kann man es auch für einen späteren Spielverlauf definitiv nutzen. Okay, viel CO2 kommt hier jetzt im Moment nicht mehr nach. Das muss aber auch gar nicht eigentlich. So, wie schaut es hier aus? Immer noch unverändert. Aber ich denke, es reicht für das, was wir vorhaben. Wir sollten hier jetzt eine. Volle Maske haben, wollte ich sagen. Ja, das ist jetzt ungefähr die Menge an Sauerstoff, die in der Maske drin ist. Ach, der Rover war doch noch gar nicht gebaut. Oh. Okay. Komm schon. Nach wie vor würde ich es da halt sinnvoller finden. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass man hier den Sauerstoff anders rausbekommt. Dass der sich den aus der Umgebung ziehen kann, okay, aber dass das Gerät keinen Sauerstoffanschluss hat, ja. Finde ich zumindest ein bisschen ungewöhnlich. Okay, da kommt jetzt jemand, bringt wahrscheinlich noch eine Ladung Sauerstoff hoch. Jo. Okay, dann haben wir auf jeden Fall genug, dass wir jetzt
starten kann. Wir wählen unseren Piloten aus. Das. Stopp. Also ich will nur bis in den Orbit fliegen. Unser Pilot kann ja nur Shinra sein. Müssten wir warten, bis Shinra kommt. Scheint noch gerade nicht unbedingt so ganz wichtig zu sein. Können wir die Priorität hier einstellen von der Rakete? Können wir nicht. Da können wir aber einstellen, dass... Nee, das können wir ruhig auf alle lassen, dass theoretisch alle rein könnten. Hat es vielleicht mit der Maske zu tun? Ja, möglich. Schalten die Station mal aus. So, da gibt es noch mal mehr Sauerstoff. Okay, da brauchen wir uns gleich da oben auch keine Sorgen zu machen. Oh ja, hier ist... Müssen wir uns gleich eher Sorgen über geplatzte Trommelfälle machen. Ach, Shinra, da bist du. Du bist am Forschen. Ah, jetzt. Ich glaube, du steigst jetzt da zwar gerade nicht ein um die Rakete. Oh, was haben wir noch für Warnung? Cargo Loading incomplete. Doch, wir haben den Rover drauf. Also wir können die Warnung ignorieren. Und wir können starten, auch wenn Shinra nur kurz eingestiegen ist, um Luft zu schnappen. Bist du unser Crewmitglied und wir müssten eigentlich jetzt starten. Das tun wir auch perfekt. So, okay. Und was ich jetzt gleich ausprobieren möchte, also sie ist sogar schon da. Wir könnten jetzt nämlich unser Rover-Modul hier einfach wieder landen lassen. Und dann kann unsere Rakete wieder zurückfliegen. Und wir haben einen kleinen Helfer. Und genau das wollte ich testen, ob wir uns hier sehr einfach Unterstützung holen können. Der hier ja jetzt rein theoretisch... Na gut, den kann ich nicht steuern. Der macht tatsächlich automatisch das, was gerade anliegt. So, wie viel CO2 haben wir jetzt verbraucht? Ich hätte vielleicht als erstes reingucken sollen. Aber so nach meiner Vermutung hat das gar kein CO2 gekostet. Das fühlt sich dann jetzt natürlich nicht gut an, weil das hätte ich mir schon gewünscht, dass das ein bisschen was bringt. So, wie viel, wenn wir das Ding jetzt noch zerlegen, wie viel Metall gibt uns das zurück? Weil das ließe sich jetzt natürlich beliebig oft wiederholen, ne? Wir bauen da wieder... Oh, Feierabend. Wir bauen da wieder einen neuen Rover und der räumt für uns auf, der gräbt, der baut, der macht alles. Ne, da ist er unterwegs. Können wir den eigentlich... Ne, wir können ihn nicht mal ins Ziel nehmen. Interessant, das ging aber sonst. Ja, und so kann man sich halt eine schöne Batterie, die halten, glaube ich, 10 Zyklen an Rovern bauen. Das wollte ich ausprobieren, ob das funktioniert. Und, ja, war wieder, achso, wieder erwartend klappt das. Oh, wir kriegen tatsächlich von 500 Kilogramm 400 Kilogramm wieder. Also das natürlich, ja, macht einem das Leben extrem viel einfacher. Könnt ihr mal schreiben, was ihr über die Idee denkt, außer dass es vielleicht ein bisschen... an der Spielmechanik vorbeigeht, weil es nicht so gedacht war. Aber ja, ich bin gespannt auf eure Meinung und ja. Achso, eine Sache vielleicht noch. Höchstwahrscheinlich gibt es am Sonntag keinen Stream, so wie jetzt übers Wochenende auch nicht. Ganz eventuell Samstagabend, aber unwahrscheinlich. Dafür plane ich aber am Dienstagabend direkt zum Release ab, keine Ahnung, ja, zeitig, wahrscheinlich so 19 Uhr wäre das Zeitfenster, was ich anpeile, einen Stream. Und das gleiche
Ganz eventuell auch am Mittwochabend. Also nicht nur eventuell, sondern möglicherweise. Aber da sprechen wir dann die Tage auf jeden Fall noch drüber. Sobald ich zu all dem was Genaues weiß, gibt es dann Infos, ne? Ja, dann dürft ihr gerne noch, wenn ihr möchtet, ein Like da lassen oder einen Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.